Heute, zwei Tage vor dem 80. Jahrestag der Novemberpogrome, schließt sich einer der vielen Kreise, die Moschee Yehuda Zeit seines Lebens und über seinen Tod hinaus immer geschlossen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind sehr berührt und auch stolz, dass Sie heute alle gekommen sind, um an der feierlichen Platzbenennung des Gedenkorts Turnertempel in Moschee Yehuda Platz teilzunehmen. Zuallererst und ganz besonders begrüßen wir Moschee Yehudas Familie, die heute aus Israel zu uns gekommen ist. A very warm welcome and our deepest respect, gratitude and love to Ilan, Sipi, Raz, Tal, Amos, Roy, Chiami, and Ronan with his children, Emilia and Daniel. And also Brachi and Noam. Wir begrüßen alle Kolleginnen und Kollegen der Claims-Konferenz aus New York, Berlin und natürlich Wien, die heute Abend bei uns sind. Wir begrüßen die Repräsentantinnen und Repräsentanten des Bezirks und der Stadt Wien und Repräsentantinnen aus Politik und Verwaltung. Wir begrüßen die Mitglieder und Vertreterinnen der jüdischen Kultusgemeinde, der jüdischen Gemeinde und aller anderen Religionsgemeinschaften, die heute hier sind. Wir begrüßen außerdem Moschee Yehudas Verbündete und Verbundene des Nationalfonds der Republik Österreich und des Zukunftsfonds der Republik Österreich. Wir begrüßen außerdem Alisa Wachsenbaum, die wie Moschee Yehuda eine Überlebende ist, ein Kindergartenkind der Herklotzgasse 21, die selbst im Turnverein in der Turnhalle in Maccabi geturnt hat. Wir begrüßen alle unsere Freundinnen und Freunde aus der Zivilgesellschaft. Wir begrüßen alle Freundinnen und Freunde von anderen Erinnerungsprojekten und alle, die gekommen sind, weil sie Moschee Yehuda kannten oder schon von ihm gehört haben. Wir begrüßen besonders alle, die hier wohnen, die Anrainer, Anrainerinnen und Bewohnerinnen dieses wunderbaren Bezirks. Wir freuen uns wirklich, dass ihr alle heute hier seid. Wir sind Judith Püringer und Michael Kofler vom Projekt Herklotzgasse 21 und wir dürfen auf Einladung der Bezirksvorstehung diesen Abend mit euch gestalten. Was erwartet uns heute? Die feierliche Platzbenennung wird in zwei Teilen erfolgen. Wir werden hier nach drei kurzen Redeblöcken gemeinsam die Tafel enthüllen. Shmuel Barzilai, der großartige Oberkantor der israelitischen Kultusgemeinde, wird das Totengebet sprechen. Und danach ziehen wir gemeinsam in die Herklotzgasse 21, um uns im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs im Sinne und Geiste von Moschee über die Lehren der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft auszutauschen. Und danach laden wir Sie herzlich ein, den Abend gemütlich mit uns ausklingen zu lassen. Ja, wir kommen jetzt dann gleich zum ersten Redeblock. Wir dürfen Ihnen zuerst die Gastgeberinnen heute vorstellen. Der erste Redner wird sein Gerhard Zatlokal, der Bezirksvorsteher von Rudolfsheim 5 Haus. Er ist seit Anbeginn ein Unterstützer, ein Förderer und Ermöglicher all dieser Aktivitäten, die in den letzten Jahren im Bezirk stattgefunden haben. Nach ihm wird Jennifer Kickert zu uns sprechen. Jennifer Kickert ist Gemeinderätin für die Grünen in Wien. Sie hat ihre politische Heimat im Bezirk und war auch von Anbeginn eine der großen Unterstützerinnen all dieser Projekte. Und die Platzbenennung war auch so, der Impuls ging von der grünen Familie im Bezirk aus und wurde einstimmig in der Bezirksvertretung beschlossen, was
finde ich auch ein sehr schönes Zeichen ist. Als Dritte wird die Frau Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler zu uns sprechen, die im Gemeinderatsausschuss die Platzbenennung ermöglicht und umgesetzt hat. Und dann werden wir noch Frau Claudia Butscher hören, die Vizepräsidentin der israelischen Kultusgemeinde Wien, mit der Moschee Yehuda ganz eng verbunden war. Lieber Gerhard, ich darf dich um deine Worte bitten. Sehr geehrte Familie Yehuda, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Stadträtin, für mich schließt sich heute auch ein Kreis. Ich bin 2008 in diese Funktion gewählt worden und es war damals hinten am Gemeindebau ein ganz kleines Schild, wo einmal gestanden ist, dass eine Synagoge hier war in diesem Bereich. Und damals hat es eben den Herrn Kofler und die Frau Bühringer gegeben, die damals, glaube ich, die Loop hat das noch geheißen, hier waren in der Herklotzgasse 21 und begonnen haben, hier historisch das Ganze aufzuarbeiten. Und es war, und das ist einmal ganz wichtig auch, die Frau Dr. Kickert, sie war damals auch meine Stellvertreterin, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, da gibt es eine junge Gruppe, die sich mit der Geschichte, vor allem mit der jüdischen Geschichte in unserem Bezirk zu tun hat. Für mich war es deshalb auch sehr wichtig, weil ich im 15. Bezirk in die Schule gegangen bin, das heißt meine ganze Zeit im schulischen Bereich war im 15. Bezirk, aber wir hatten nie gelernt, dass es eben diese jüdische Bewegung und auch eine Synagoge im 15. Bezirk gegeben hat. Und dafür sage ich mal allen Danke, dass Sie auch diesen Anschluss mir gegeben haben und so konnte ich Moschee Yehuda auch kennenlernen. Ich glaube, ich habe das gelesen, ich glaube, das beschreibt ihn sehr gut. Er hat das Herz eines Löwen, aber die Seele eines Engels. Und das sagt uns auch, wie er als Mensch war. Er hat sehr Schweres mitgemacht, er hat auch immer wieder darauf hingewiesen. Und ich glaube, deswegen war auch die Unterstützung gerade auf diesen Fleck so groß, weil wir hier alle miteinander auf das auch haltet, das auch auf die Dauer immer wieder auch gesehen werden kann. Wir haben hier nicht nur diesen Platz gestaltet, damals mit dem Chör, eben mit der Jennifer Kickert, mit eben den Fachbeamten. Wir haben es geschafft, glaube ich, in 2,5 Jahren von der Ideeplanung bis zur Eröffnung hier das auch umzusetzen. Und das hat wirklich gezeigt, Zivilgesellschaft, Politik, aber auch die Fachleute miteinander können sehr viel auch in diesem Bereich umsetzen. Wir haben hier nicht nur diesen Platz gemacht, wir haben auch Audioguides im 15. Bezirk an 10 Plätzen. Und für mich auch das ganz Wesentliche und Wichtige ist, hier werden nicht nur Geschichten erzählt von dem Platz oder eben von dieser Einheit, sondern es gibt hier die Originalstimmen von den Überlebenden. Und ich glaube, das ist der feine Unterschied für mich, ob es jetzt eine Geschichte ist oder einer, der das erlebt hat und auch dann weitergeben kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und er war auch immer wieder daran interessiert, dass wir das auch weitertragen an die Jugend, an die Schülerinnen und Schüler des Bezirkes. Und ihr habt so dann sehr oft auch die Schulen bei euch gehabt, habt sie auch durch die damalige Ausstellung geführt und damit auch immer wieder auch den Jugendlichen gezeigt, was passieren kann, wenn die Gesellschaft ganz einfach eine Gruppe von Menschen herausnimmt, die zu den Sündigen machen lässt und dann in diesem Bereich ganz einfach diese Stimmung immer wieder in diese Richtung lenkt und was dann zum Schluss herauskommt. Und das passiert nicht von heute auf morgen, auch das wissen wir. Auch die Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, weil die jüdische Geschichte hat einige Jahrhunderte gedauert, bis sie begonnen hat und bis es dann so weit gekommen ist, dass man dafür, weil man einen Glauben hatte, auch umgebracht wurde. Und für mich war Moschee Yehuda auch ein Mensch, der anerkannt hat, wenn man an so einem Projekt mitgearbeitet hat und da hat es auch sehr hoch geschätzt. Und ich habe auch die Thorberg-Medaille bekommen, überreicht bekommen, habe ich mit Freude übernommen, mit Demut, aber auch in dem Wissen, sie gebührt nicht mir alleine, sondern da haben wir alle miteinander
gearbeitet. Bevor ich dann ganz zusammenbreche, sage ich mal herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute reden durfte. Ich freue mich, dass wir heute hier einen Platz haben nach einem Menschen, der Respekt mir verschaffen hat, der eine Autorität war und der ein Mensch war, der unbeugsam war und auch trotzdem in die Richtung gearbeitet hat, dass wir diese Zeiten nie vergessen. Wir werden diese Zeit nicht vergessen und wir werden auch ihn nicht vergessen. Dankeschön. Dear Family Yehuda, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher Weber Gerhard, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bin durchaus stolz, ein Teil dieses Projekts sein zu dürfen und hier mit Ihnen einen weiteren Meilenstein in der Aufarbeitung der Geschichte einer jüdischen Gemeinde hier in einem Vorort Wiens, Rudolfsheim Fünfhaus, setzen zu dürfen. Ich möchte kurz und sehr persönlich werden. Ich durfte Moshe Yehuda kennenlernen 2008 im Rahmen dieses Projektes. Zuerst in einem Video, als er seine Geschichte, so wie viele Zeitzeuginnen auch, erzählt hat. Die Geschichte seiner Kindheit und auch mit seinem Zitat, Titel eines Buches begründet hat, das Dreieck meiner Kindheit zwischen Herklotzgasse, Storchenschul und den dritten Punkt, weiß ich gerade mal nicht, aber er ist auch nicht sehr wichtig. Danach wurden die Zeitzeuginnen, die gefilmt wurden in ihren Erzählungen, eingeladen zur Eröffnung der Ausstellung und zum Abschluss dieses Aktes, auch eines Meilensteins der Aufarbeitung der Geschichte in diesem Bezirk, gab es ein sehr familiäres Abendessen, an dem wir teilnehmen durften, uns mit den Zeitzeuginnen, Frau Wachsberg war eine von ihnen, unterhalten durften über die Zeit damals, über die Zeit jetzt, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Und der wunderbare und sehr bewegende Ausklang dieses Abends war, als wir dann Schlager und Wiener Lieder gemeinsam gesungen haben, die die Zeitzeuginnen noch aus ihrer Zeit als Kinder gekannt haben. Und es war, wie Sie merken, nicht nur sehr berührend, sondern auch sehr friedfertig und hat eine Verbindung zwischen den Personen, die an diesem Tisch gesessen sind und gemeinsam diese Lieder singen durften, hergestellt, eine Verbindung, die wir niemals vergessen werden, die wir damals an diesem Abend teilgenommen haben. Und heute eben gedenken wir einem dieser Menschen, der nicht nur als Mensch so berührt hat, sondern auch mit seiner Arbeit. Aber auf diese Arbeit und diese Errungenschaften werden andere zu sprechen kommen. Ich bin dankbar, Moshe Yehuda kennengelernt zu haben und bin froh, gemeinsam mit seiner Familie ihm mit diesem Platz ehren zu dürfen. Danke vielmals. Mein heutiger Abend steht eigentlich ganz im Zeichen des November-Pogroms, im Zeichen der Wunden, die dieses Land geschlagen hat und der Wunden, an denen dieses Land nach wie vor, glaube ich, leidet. Jetzt geht es um einen Namen, um ein ins Gedächtnis rufen eines Namens, Moshe Yehuda. Ein Name, der mir, ich muss es gestehen, leider als Freund unbekannt war. Ich habe immer wieder von ihm reden gehört. Ich habe ihn durch Erzählungen anderer gekannt, habe von seinem unermüdlichen Arbeiten, um die Geschichte mit Überlebenden, um Restitutionen, um eine Geschichtskultur, eine Erinnerungskultur, davon habe ich gehört, von diesem Kämpfer, und in diesen Ansprachen jetzt vor mir kann man spüren, wie stark diese Persönlichkeit Menschen bewegt hat.
bis ins heutige, bis in unser heutiges Jahrhundert. Namen sind eben nicht Schall und Rauch und deswegen müssen wir beharrlich diese Namen aus der Geschichte holen mit ihren Lebensgeschichten, die oft eben pass pro toto stehen für die Geschichte der Kindertransporte, für die Geschichte der Verfolgung, für das, was viel zu lange in diesem Land verdrängt und vergraben wurde. Ich selbst bin im Gymnasium im 15. Bezirk in der Tiefenbachgasse in die Schule gegangen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie in meinen Geschichtsbüchern stand, dass Österreich das erste Opfer war. Und wie das in einer Zeit, und das in einer Zeit der 80er Jahre, ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Land leidet unter dem, was dieses Land auch mit verbrochen hat. Und wir werden nicht aufhören, neue Namen aus der Geschichte zu holen, ins Gedächtnis zu rufen. Und deswegen ist so ein Anlass, dass wir diese Namen immer wieder sehen, dass diese Namen uns erinnern an das Leid, das geschafft wurde, aber auch uns sensibel macht für das Leid, das uns heute umgibt. Das Leid von Menschen, die aufgrund von unterschiedlichen Gründen verachtet werden, Religionsgemeinschaften, die ausgeschlossen werden, die mit einem Generalverdacht belegt werden. Wir müssen sensibel sein und wachsam sein. Und nur dann ehren wir dieses Angedenken. Und ich freue mich, dass ich einen ganz, ganz kleinen Teil beitragen konnte, dass dieser Namen heute auch hier zu sehen und zu lesen sein wird. Im Namen der israelitischen Kultusgemeinde begrüße ich Sie ganz herzlich zu Ehren eines ganz besonderen Menschen. Ich habe mich mit vielen bei uns unterhalten über Moshe Yehuda und habe ununterbrochen nur Gutes gehört, was für ein unermüdlicher Kämpfer für die Gerechtigkeit und seinen Einsatz den jüdischen Überlebenden gegolten hat. Er hatte das alles im Sinne der Verstorbenen gemacht. Durch sein gutes Verhältnis zu österreichischen Politikern konnte er bei der Restitution vieles erreichen und Menschen, die die schrecklichsten Erlebnisse überhaupt hatten, ein neues Leben ermöglichen. 80 Jahre ist es nun her, dass Menschen ihre Menschlichkeit verloren haben. Was würde Moshe Yehuda heute zu uns sagen? Lernen wir aus der Vergangenheit, geben wir gut darauf Acht, dass Menschlichkeit und Respekt zwischen uns immer an erster Stelle steht. Das wäre mein Anliegen für heute und dieses Andenken an Moshe Yehuda in diesem Sinne zu bewahren. Dankeschön. Jetzt ist der Am 9. November ist das Programmnacht und ich werde jetzt den Totengebet für die alle ermordeten Juden in der Holocaust und die Shoah aussprechen. Eil Malei Rachamim. Eil Malei Rachamim Shochene Bameroyamim Hametze מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים לנשמות ששת מיליוני אחינו בני ישראל הנשים, נשים, ילדים וילדות
Schöne Rego, schöne Schatu, schöne Henneku, schöne Serafu, schöne Keberuchaim, wie die Anatim, wie Hoserem, Himach Shemam. ומסרו נפשם על, על קידוש השם בבו שאנו מתפללים שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור ביצרור החיים את נשמותיהם בגן עדן בגן עדן בגן עדן תמנוחתם אדוני ושלום על משכבם ונאמר thank you.
Danke, Shmuel Basilei und Aljoscha Biss. Ich glaube, dem Moschee hat das gerade sehr gut gefallen. Dankeschön. Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Redeteil, wo wir drei der engsten beruflichen Wegbegleiterinnen und Begleiter, Verbündeten und Verbundenen von Moschee hören werden. Die erste, die zu uns sprechen wird, ist die Karen Heilig. Sie ist aus New York zu uns gekommen von der Claims Conference. Und die Claims Conference hat den Moschee beruflich ganz stark nach Österreich zurückgebracht. Dann wird Herwig Hösele, der Generalsekretär vom Zukunftsfonds der Republik Österreich, zu uns sprechen, stellvertretend für seine vielen Kolleginnen und Kollegen, die heute auch da sind. Sicher einer der wichtigsten Mitstreiter von Moschee. Und dann Hanna Lessing, die Generalsekretärin des Nationalfonds. Und Hanna war sicher, ich würde fast sagen, sowas wie seine Tochter in Wien und eine seiner engsten Freundinnen. Karen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Claims Conference zu diesem ganz besonderen Event eingeladen haben. Für die Claims Conference bleibt Moshe Yehuda bei uns allen mit großer Wertschätzung und Zuneigung in Erinnerung. Es ist für mich eine große Ehre, als ich vor 20 Jahren zur Claims Conference kam, dass ich die Möglichkeit hatte, mit großen jüdischen Persönlichkeiten wie Moshe Yehuda, Saul Kagan und Rabbi Miller zu arbeiten. Unsere Generation spürt den tiefen Verlust, während wir unseren Mission vorsetzen. Ich bin persönlich ebene berührt, hier in Wien zu sein, die meine Oma, Rosa Heilig, Zichrono Levracha, die später in Theresien inhaftiert wurden, nicht weit von diesem Platz gelebt und gearbeitet hat. I would like I came to know Moshe soon after I commenced working at the Claims Conference 20 years ago. At the time, the Claims Conference was founded in 1952 as a mixture of Jewish organizations to negotiate with the German and Austrian governments on behalf of the Jewish world for Holocaust compensation and restitution. Currently, the Claims Conference proudly distributes every year over 800 million euros in pensions and social service programs to Holocaust survivors worldwide. I worked closely with Moshe when we began our negotiations in 2000, which led to the creation of the General Settlement Fund. At the time, we had frequent meetings alternating between Vienna and Washington. There were long, tiring meetings that took place over several days, and I see people who participated in the meetings, familiar faces here, and we will all know that they were difficult and contentious meetings. During these meetings, I remember Moshe as strategic and thoughtful about how to proceed in the negotiations, but at the same time, passionate and determined to succeed. He stood at the negotiating table as a proud former Austrian Jew with honor and dignity to seek justice.
My most lasting impression is that he would not be pressured by anyone to take any agreement for the sake of it. He was unrelenting and dogged in his fight for what was just and right. Yet he could and he did compromise, because his overriding concern was to help survivors while they were alive. This was where his heart was, trying to do everything he could to help survivors. This attitude is a significant part from what he himself had suffered and endured. He often spoke to me about the day of the Anschluss, what it was like, and his description was as vivid as if it had occurred the previous day. There were dozens of players involved in the negotiations, but everybody respected Moshe. Statesmen from all governments, survivors, the Jewish community, everybody respected his view of the negotiations. They understood, because he understood what was attainable and what was necessary to be fair. This was Moshe, a diplomat and a negotiator. But to see him just as this is not fair. He was so much more. He was an implementer, a doer, a person who got things done. He was responsible for our allocations in most of Europe to Jewish social welfare organizations that would help survivors. And with his Viennese charm, he has nurtured relationships. And these relationships ensured that the money was properly spent, but also, and just as importantly to Moshe, that the highest level of care and compassion came to each survivor. Often he would do site visits to agencies, and his greatest joy was not just to visit the agency, but to go and visit the survivors themselves. During his years at the Claims Conference, Moshe was constantly running between Vienna and Israel. He was our representative there, but Israel was where his family and his home was. And because Moshe was always ready for the Jewish people, when our representative in Germany died suddenly of a heart attack, we called on him to go and lead our German office. And without a second thought, he did, despite the burden on his family, even more traveling back and forth. And in addition, Moshe was committed to activities that combat rioting, anti-Semitism, xenophobia, and extremism. He was dedicated that the horror of the past should never occur again. He was steadfast in urging the importance of Holocaust education. He felt it was essential as a Jew, as a proud Israeli, and as a Holocaust survivor. Part of our legacy to him is to be committed to these goals as well. Always the consummate, cultured Viennese gentleman, with the occasional gruff Israeli put in as well, he was lived with his heart divided between the childhood home he shared with his parents and sister in cosmopolitan pre-war Vienna and the proud new home in the State of Israel. He will always be remembered for his activities as a diligent and vigorous advocate to bring comfort and a measure of justice to survivors and Am Yisrael. In his honor, we should remember a posuk, a saying that appears in Pirkei Avot, the ethics of the fathers from our Jewish tradition. And the saying says, ours is not to finish the task, but neither can we desist from trying to do it. We should honor Moshe Yehagen, Moshe Huda, not only by dedicating this plaza to him today, but also to continue his work in the seek of justice and helping survivors. Dear family of Moshe, especially his sons Ilan and Ras and Ronen, who will later on speak to us. Last time I met you and your family and Moshe near Tel Aviv at his
19th birthday. And today, this important day for your family, but also for us all. Meine sehr geehrten Damen und Herren, namens des Zukunftsfonds der Republik Österreich, es ist auch der Herr stellvertretende Vorsitzende Staatssekretär außer Dienst Botschafter Winkler anwesend, der ganz entscheidend zu den so schwierigen und auch so spät gestarteten, was für Österreicher wahrlich kein Ruhmesblatt war, gestarteten Washington-Verhandlungen, an denen auch Moshe Yehuda teilgenommen hat, heute auch anwesend ist. Es ist ein sehr, sehr wichtiges und gutes Signal, dass wir in diesen Tagen, in denen sich, wie es ein österreichisches Nachrichtenmagazin auf der Titelseite in der Coverstory geschrieben hat, ein Tag der Schande für Österreich jährt, einen mutigen, gerechten Menschen, einen Brückenbauer zwischen Österreich und Israel, zwischen seiner alten Heimat. Er hat mir das oft erzählt. Damals war er der Hans Yehuda, als der Tempel gebrannt hat. Er war 12,5, etwas mehr, noch nicht 13 Jahre alt. Und er hat sich dann entschlossen, mit der Jugend Alia nach Israel zu gehen, hat dort, und ich habe das aus vielen Erzählungen von ihm und auch aus seinem Buch, das wir auch veröffentlichen konnten auf Deutsch, mit Kraft, Mut, aber mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit die Existenz Israels, auf Existenzaufbau Israels gearbeitet, gekämpft, und er hat hier in Österreich, für Österreich eine ganz wichtige Brückenbauerfunktion und Versöhnungsfunktion gehabt. Er ist seit Gründung des Zukunftsfonds 2006 bis zu seinem Tod Mitglied unseres Kuratoriums gewesen. Wir konnten viele, viele Projekte, insbesondere auch welche, die er aus Israel eingebracht hat, gemeinsam beraten und beschließen. Zukunftsfonds heißt ja auch Förderung einer präventiven Erinnerungskultur, dass man doch aus der Geschichte etwas lernen kann. Das ist ein wesentlicher Auftrag, und in diesem Sinne bin ich sehr dankbar, dass hier an jener Stelle, der ihm so viel bedeutet hat, heute ein bleibendes Werk des Gedenkens einen bedeutenden Österreicher jüdischer Herkunft, der uns unendlich viel Mahnendes für die Zukunft zu sagen gehabt hat und zu sagen hat, enthüllt wird. Ich danke Ihnen. I have written a letter, which I will later on give to my second family in Israel, to Moshe's family. Ich habe einen Brief geschrieben. Lieber Moshe, du warst dem Nationalfonds über Jahrzehnte ein wichtiger Wegbegleiter. Der Einsatz für die aus Österreich stammenden Opfer der Shoah hat uns in besonderer Weise verbunden. Keiner konnte kämpfen wie du, wenn es um die Rechte der Überlebenden ging. So oft habe ich erlebt, wie entschieden du dich für die Menschen eingetreten bist, nicht nur in den Restitutionsverhandlungen, an denen du beteiligt warst, sondern ganz besonders für einzelne Überlebende, die Hilfe brauchten und für die es manchmal schwer war, sie in Österreich zu bekommen. Bei diesem unendlichen Einsatz für andere hätte man fast vergessen, dass auch dir selbst unendlich schlimmes Leid zugefügt wurde. Wie viel Schmerz und Trauer dich geprägt haben. Neben deiner Heimat wurde dir das Teuerste und Liebste genommen, deine Familie. Ich glaube, wenn du heute hier stehen würdest,
würdest du an deinen Großvater erinnern, der hier in der Synagoge, wo du als kleiner Hans im Chor gesungen hast, Ehrengabei gewesen ist. Du würdest davon sprechen, wie vor genau 80 Jahren deine Welt in flammenden Trümmern zusammenstürzte. Und du würdest uns erzählen von deinem Vater Robert, von deiner Mutter Hermine und von Gerti, deiner geliebten kleinen Schwester, deine Seelenverwandte. Sie alle musstest du zurücklassen. Du wusstest damals noch nicht, dass du sie in deinem Leben nicht mehr sehen würdest. Wie deine Tochter Jonit sind sie dir vorausgegangen. Doch du wolltest nie Opfer sein. Und du hast das in der Welt auch gezeigt. Das Leid brachte die stärksten Seelen hervor. Die allerstärksten Charaktere sind von Narben übersät. Diese Worte von Khalil Gibran fallen mir immer wieder ein, wenn ich an dich denke. Lieber Moshe, für mich ganz persönlich bist du ein besonderer Freund und Mentor gewesen, von dem ich so viel lernen durfte. Ich habe nur wenige Menschen kennengelernt, die so viel Stärke und Integrität aufbringen konnten. Doch die Art, wie du dein Schicksal im wahrsten Sinne des Wortes gemeistert hast, damit hast du gezeigt, man darf sich niemals unterkriegen lassen. Man muss Widerstand leisten, wo Unrecht geschieht. Und man muss für seine Ideale kämpfen und bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Einen Menschen wie dich in meinem Leben zu haben, war Inspiration, Bereicherung und eine unglaubliche Ehre. Lieber Moshe, du hast dich nicht vertreiben lassen. Allen Widrigkeiten zu Trotz bist du wieder nach Wien gekommen und hast für die vertriebenen Jüdinnen und Juden einen Platz im Gedächtnis ihrer alten Heimat erkämpft. Dass es dieses Mahnmal gibt, ist auch deiner Initiative zu verdanken. Deine Söhne Ilan und Raz, deine Familie Ronen und alle anderen, sie können alle so stolz auf dich sein. Lieber Moshe, deine erinnernde und mahnende Stimme fehlt mir und sie fehlt uns hier in Österreich. Doch ich verspreche dir, so wie du über Jahrzehnte eine Stimme warst für die Überlebenden, so werden wir eine Stimme sein für dich. Nicht nur hier, am Moshe Yahoda Platz. Shalom Chaver. Thank you.
Wir freuen uns ganz besonders, dass Moshe Yehudas Familie aus Israel heute hier ist und nach Wien gekommen ist. Hannah Lessing hat sie schon erwähnt, die Familie von Moshes verstorbener Tochter Yonit. Auch sie ist heute hier. Also present are tonight Aviv Yari, Yuval, Inbal and Amit. A very warm welcome to you. Ronen Yehuda ist einer der Enkelsöhne von Moshe Yehuda und stellvertretend für die Familie wird er jetzt zu uns sprechen. We are more than happy that and grateful that Moshe Yehuda's family from Israel is present tonight. Ronen Yehuda, one of the grandsons of Moshe Yehuda, will now speak on behalf of the family. Guten Abend. One of the few words I know in German. So forgive me if I mispronounce some German words. I would like to welcome you, most honorable friends and guests, who cherish the memory of my grandfather, Moshe Yehuda. Thank you for being here with us today. My father, Ilan Yehuda, who accompanied my grandfather and knew his mind and soul best, has asked me, the firstborn grandson, to address you on behalf of the whole family and all of his grandchildren. We are standing where historical accounts shaped the character of my grandfather and influenced his life. As a boy, until the age of 12, he was brought up and educated here in the Rudolfsheim Feinshaus Quarter, in the triangle of the streets Herkoglatze, Gabelglatze, and Turnerglatze. Hope it was correct. This shaped his character and personality. The life of his family, the culture he absorbed, meeting friends and members of the Jewish community, the community building on Herkoglatze 21, and taking part in the activity of the synagogue, a grand and beautiful building where he sang as a choir boy and his father served as a manager of the synagogue. This also the place where his life turned upside down from a happy child who loved his country and was connected to this place with every fiber of his being to a persecuted child who predicted the future and did everything to save his life. The burning of the synagogue and the mob riot, which he saw with his own eyes on the Crystal Night, changed and saved his life. His willpower and mental strength led him as a boy, without the help or knowledge of his parents, to convince the representatives of the Youth Immigration Organization, who wanted to save Jewish children from Nazi power, to choose him and to send him to Palestine, although he was below the right age. To his last day, his nights were a prolonged nightmare, dreams about the period of the Holocaust, fear from Nazi persecution, the burning of the synagogue, his father, mother, and sister being sent from Vienna to Theresienstadt and then to be burned in Auschwitz. He used to wake up petrified.
Love and hatred for Austria were an inspirable part of his life. Many years after he returned to Vienna, I recall our walking together in the street of the city, when at every corner he would stop and show me what remarkable beauty the place possessed. He would stop at souvenir shops and wonder at little animal statues, and his soul would embark on his childhood memories. And I used to wonder and fail to understand what was really so unique of all about these things. Yeah, when I was a child in Israel, my grandfather wouldn't buy anything produced in Germany or Austria, lest however manufactured this product had killed Jews. After he had left Israel on his mission to work in Europe, whenever he shook the hand of an old enough person who might have been a Nazi and might have taken part in the murderous wartime activity, he quickly washed his hand with soap. Yes, the Holocaust dwelt in his brain and wouldn't let go. He thought that if he had stayed with his father, mother, and sister, he might have helped them and saved them, didn't let him off the hook. In speeches he delivered in Parliament in Vienna and other places, he said, in some kind of metaphor, is it possible that a mother, Mother Earth, would drive away her children? So how is it possible that Mother Austria drove away her Jewish children who loved her so and were so connected to the atmosphere, culture, and to the life it granted? When he was called to action to help and save Jews that had survived the Holocaust, he went on living in Jewish communities in Eastern Europe, like Hungary, Bulgaria, and Russia. He didn't think twice and at once reported to duty, a job which he considered a mission and which may have offered him even closure. His European character and the upbringing he got in Austria, his personality, experience, and wars, both as an Israeli army officer and as a diplomat, made him bond immediately with everyone he met. He received love, appreciation, and respect wherever he went and won the hearts of the people he met. The most important thing for him was to make himself heard in Austria, in Vienna, to prove the big mistake Austria had made by joining the war and causing suffering both to Jews and to Austria and Austrians. A war that left in its wake many widows and orphans and a vast destruction. He was not afraid to face public figures, institutes, and organizations in Austria and confront them with the bitter truth, and divided the population into bad Austrians, those with anti-Semitic view who supported and justified what their parents had done, and new Austrians. Yes, it was a surprise for him when he met the young generation of Austria that embraced him and truly identified with what he had been through and what had happened. And this is the place to mention some friends who have become a family for him and for us. And I hope those that I have forgotten will forgive me. Friends like Marco Felstein and Ines, his wife, Judith Preminger and Michael Korfler, Hannah Lessing, Anita Heath, and Thomas Hittenberger. Yes, it was a complete surprise for him to receive sympathy, love, friendship, and appreciation from public servants, ministers, presidents, committee members, and many others. Just to mention a few, people like President Parliament Barbara Palmer, President Heinz Fischer, Chancellor Wolfgang Schüssel, and above also his former and current colleagues from the Austrian Future Fund, Ambassador Ludwig Steiner and Richard Butova,
Kurt Schützel and Herwig Hosle, and many other personalities he was in cooperation with over the years. We, the family, know today that the love, respect, and honor he received here were genuine and extraordinary, as it continuing after his death. We lack words to describe the feeling and respect we feel for you as its children, grandchildren, and offsprings, and we are convinced that the Jewish community in Austria shares our feelings. Despite his deteriorating medical condition and the difficulty in continuing his work, the members of the future committee were not willing to forgo his services and participation in meetings and discussions, and they did everything they could to bring him to them. When he could no longer travel, his medical situation deteriorated further. They saw fit to visit him in Israel and celebrate his 19th birthday with him, and return to visit him from time to time. Although he remained in the situation more than a year, they were not prepared to appoint somebody else for his job and kept his place until his last day. In their actions, they moved us and proved it was true love and an honor that it bestowed to no one else. Throughout the years of his activity, he got the highest appreciation when he received the Silver Badge of Honor from the Republic of Austria. And he was awarded the title of professor by the president. Today, with your actions and by calling this place after the name of my grandfather, you are showing your strong love and acceptance of the boy, Moshe Yehuda, and the Jews in general, whom he represented as part of his activity, bringing them back to their mother, Mother Earth, Mother Austria. Grandpa, I hope you're watching. Thank you. Thank you so much, Ronen Yehuda, for your touching words on behalf of the whole Yehuda family. Wir kommen jetzt zur Enthüllung der Tafel und bitten die Familie von Moshe Yehuda nach vorne, sowie alle Rednerinnen und Redner und Festgäste für die Enthüllung und ein Foto.